Hallo liebe Zuschauer, ich bin Andreas Beck. Herzlich willkommen zu einem neuen Interview der Woche. Heute haben wir einen Gast, Dr. Daniel Trepsdorf, so viel Zeit muss sein, vom Aktionsbündnis für ein friedliches und weltoffenes Schwerin. Schönen guten Tag. Das ist richtig, ja? Korrekt. Das Aktionsbündnis für ein friedliches und weltoffenes Schwerin hat einen langen Namen, das hat sicher einen Grund. Ja, es hat einen Grund, weil es auch schon eine ziemlich lange Geschichte schon hat, in der Tat. Also vor 11 Jahren, Schnapszahl in diesem Jahr, haben sich die demokratischen Kräfte hier in der Landeshauptstadt zusammengefunden. Damals war auch die NPD noch im Landtag vertreten gewesen. Und wir wollten schlicht und ergreifend ein Zeichen setzen. Wir, das heißt ganz unterschiedliche Menschen aus dem Alltag, aus Ökonomie, aus sozialen Gewerkschaften, Kirchen, demokratischen Parteien, die sich gesagt haben, wir müssen unsere demokratischen Werte, die Fahne sozusagen nach oben halten und im Alltag Demokratie leben. Miteinander, werteorientiert, würdeorientiert. Und fast 1000 Menschen haben damals unterschrieben und seitdem ist das Bündnis hier, das Aktionsbündnis, unterwegs in der Landeshauptstadt. Ist unterwegs, bedeutet dann ganz konkret? Bedeutet ganz konkret, dass sehr viele Menschen an verschiedenen Tagen, zum Beispiel Tag der Menschenrechte am 10. Dezember oder am Tag des Grundgesetzes im Mai, an ganz unterschiedlichen interkulturellen Gelegenheiten zusammenkommen, Veranstaltungen initiieren, Bürgerinnen und Bürger zusammenbringen und Menschenrechte und Bürgerrechte feiern. Und der Grund, dass wir heute reden, ist ein aktueller, das ist beim Fernsehsender nicht weiter verwunderlich. Und zwar geht es um den 28.02. Was passiert am 28. Februar 2022? Ja, an dieser Stelle gestatten Sie mir, dass ich ein wenig aushole, denn es ist gute Sitte in Schwerin, dass, wenn es richtig hart auf hart kommt, dass sich dann tatsächlich partei- und bündnisübergreifend die Menschen zusammentun. Und so haben sich auch im Januar die Menschen zusammengetan und haben den Aufruf Schwerin 2022 verfasst. Annähernd 1000 Menschen, 2000 Menschen jetzt schon haben sich fast daran beteiligt. Und wir wollen schlicht und ergreifend in einer Krisensituation, wie es halt die pandemische Lage seit annähernd 2 Jahren halt so ist, wollen wir ein konstruktives, demokratisches Miteinander entgegensetzen. Weil wir nehmen alle wahr, und das tatsächlich auch wieder aus dem Kreis der Gewerkschaften, aus Kirchen, Kultur, von der Linken bis hin zur CDU, bis hin zu Pfarrerinnen und Pfarrern aus dem Sozialwesen haben Menschen unterzeichnet. Und die sagen halt, hey, trotz aller Widersprüchlichkeiten und trotz aller Kontroversen und Herausforderungen, die wir haben, müssen wir uns auf einen gemeinsamen Nenner, auf einen gemeinsamen Wertekanon besinnen, um mit dieser Pandemie solidarisch umzugehen. Denn wir müssen auch danach, auch bei künftigen Krisen, versuchen, einen guten Modus Appellandi, wie man so schön sagt, also eine gute Ansprache finden, um miteinander ins Gespräch zu bleiben. Ja, aber das kann so ja nicht alles am 28. Februar stattfinden. Ja. Was genau findet da statt? Und warum dieser Ort? Es geht um das Rathaus. Warum eine Kette um das Rathaus, wenn ich das richtig verstanden habe? Oder darf man das noch gar nicht sagen? Also wir laden alle Schwerinerinnen und Schweriner, egal in welchem gesellschaftlichen Zusammenhang sie unterwegs sind, egal in welchem Stadtteil sie sich betätigen, ein, tatsächlich auch ein Zeichen, ein Symbol zu setzen. Denn Demokratie lebt immer auch von Geschichten, die wir über sie erzählen, die wir mit ihr erleben. Und wir wollen tatsächlich das Rathaus als klassische Basisinstitution demokratischer Entscheidungsfindung schützen und gemeinsam eine Menschenkette machen mit Abstand und Schal dazwischen und wollen es sozusagen symbolisch sichern. Weil das ist die Repräsentationsform, die dafür sorgt, dass wir gut miteinander diskutieren, Entscheidungen treffen und die Zukunft angehen. Denn, und das muss man auch sagen, wir haben gerade die Publikation des Geschäftsführers vom Deutschen Städte- und Gemeindetag, Gerd Landsberg, in die Hände bekommen. Und da ist es so, dass in den letzten 4 Jahren die Übergriffe beispielsweise auf ehrenamtliche oder kommunalpolitisch Engagierte von 1500 auf 4500 gewalttätige Übergriffe, Einschüchterungsversuche, Kampagnen im Netz, Hate Speech, wie man sagt, also Hassreden im Internet, besonders in Chatgruppen. Und die Corona-Situation hat das Ganze noch angeheizt. Es ist gerade im ländlichen Raum schwierig, Menschen zu finden, die sich fürs Gemeinwesen noch engagieren wollen, die noch ehrenamtlich sich abends hinsetzen, Akten wälzen, kommunalpolitische Entscheidungsfindung nach vorn bringen. Und ich finde, das kann nicht sein, da sind wir nicht einverstanden. Wir wollen zeigen, dass auch im Rahmen der Corona kritischen Auseinandersetzungen in der pandemischen Lage Menschen auf die Straße gehen, um friedlich und dialogorientiert miteinander ins Gespräch zu kommen.
Und das zeigt natürlich auch, ich meine, wir hatten das, unsere Bildungsministerin Simone Oldenburg beispielsweise hat ja eine Morddrohung bekommen, auch über soziale Netzwerke. Unsere Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat Morddrohungen bekommen und auch Corona-Kritikerinnen, zumindest der radikalisierte Teil, hat versucht, bis vor ihr Haus zu ziehen. Wir sehen es in Rostock beispielsweise, dass auch dort Corona-Kritikerinnen nicht nur für sich marschiert sind, sondern dass auch einschlägige Rechtsextremistinnen und Rechtsextremisten, Sven Krüger beispielsweise oder Steffen Borchert von der Hammerskin-Bewegung oder Daniel Sebin von den Identitären, die da ganz klar mitmarschieren, versuchen zu skandieren, das System zu stürzen, in Anführungszeichen. Hier in Schwerin hat man vor kurzem auch die JU- oder NPD-Kampagne gegen Gift, die auch nicht nur Corona-kritisch sind, sondern vor allem auch das Nutzen und Instrumentalisieren, die Protestform, um die Demokratie als solches in Frage zu stellen und ihre Vertreter in Frage zu stellen. Und damit sind wir nicht einverstanden. Wir wollen zeigen, dass wir in dialogorientierten eine Auseinandersetzung brauchen, um eine gute Lösung zu finden für die gesellschaftlichen Herausforderungen, die uns derzeit umgeben. Sie sind ein hervorragender Kenner der Lage. Das hat das jetzt die Ausführung gezeigt. Was kann so ein Symbol dann aber tatsächlich verändern? Und wie soll so eine Veränderung in der Gesellschaft aussehen? Was passiert dann wirklich? Ja. Gerade auch aus der Sicht des Kommunalpolitikers, der Sie auch sind. Ja. Also ich finde Symbole, Narrative, also Erzählungen sind ganz wichtig. Und zwar gestalten sich so historische Prozesse. Also Geschichte, die ansonsten eher festgekettet am Baum der Zeit scheint, kann sich losmachen, kann in Beziehung treten zu den Menschen. Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, ist es aber eigentlich gar nicht. Denn es ist, glaube ich, wichtig, dass wir nicht nur zu unserer historischen Verantwortung, die wir in Deutschland haben, stehen, sondern auch eine historische Kultur in den Alltag tragen. Und das heißt auch Auseinandersetzung mit Demokratie, mit unseren Werten und Normen. Ich finde, das ist ganz wichtig, um tatsächlich für jede Generation demokratische Werte erfahrbar zu machen im Alltag. Und da braucht es ein gutes Narrativ, da braucht es auch starke Bilder. Und ich glaube tatsächlich, diese Basis, die erodiert, wenn wir nicht aufpassen, wenn wir uns nicht ständig bewusst auch mit Erinnerungskultur oder Geschichtskultur, mit gesellschaftlichen Perspektiven auseinandersetzen. Und da gibt es so ein paar Narrative, die sind nach meinem Dafürhalten oder unserem Dafürhalten auch für alle, die sich am Schweriner Aufruf beteiligen, indiskutabel. Das ist die freiheitlich-demokratische Grundordnung, die FDGO. Das ist der Rekurs auf die ersten 20 Artikel des Grundgesetzes, die mit Ewigkeitsklausel ausgestattet sind. Das ist die Menschenrechtsorientierung. Das ist die Gewaltenteilung. Ja. Das ist natürlich die Rechtsstaatlichkeit und es ist eine partizipative, solidarische Demokratie. Und zu guter Letzt, wenn wir es vielleicht bei diesen 7, 8 Punkten einmal lassen, ist es nie wieder Auschwitz. Und ich glaube, das ist entscheidend, dass wir nicht nur in der Metropole Berlin uns über solche Dinge Gedanken machen, sondern dass wir auch hier in Schwerin oder in Hamburg oder in Freiburg oder wo auch immer uns in den Kommunen mit diesen Themen auseinandersetzen. Das klingt erstmal nach großen Themen, aber im Grunde sind es genauso diese Themen, die uns bewegen und die uns Demokratie im Alltag erleben lassen. Und da braucht es eine Rückversicherung und das versuchen wir. Symbole und große Themen, klar sein, wofür man ist oder wogegen man ist, das haben Sie eindeutig klar gemacht, ja. Das ist schon wichtig. Nur, das wäre für mich jetzt die Frage, wie setzt man das dann in aktive Politik um? Wenn man für Demokratie ist, wie spiegelt sich das dann in der Demokratie wieder? Also wie kriegt man dieses Symbol dann auch zum Laufen, mit anderen Worten? Ja, das ist eine gute Frage. Und die Frage ist in der Tat gar nicht so abstrakt. Denn Demokratie ist, und das hat schon ihr Urvater, so ein Vater der Demokratiepädagogik, John Dewey, ein Amerikaner, schon in den 50er, 60er Jahren gesagt. Er sagt, Demokratie ist nicht nur etwas für die Parlamente, sondern sie lebt zwischen den Menschen. Sie wird an Familientischen, in Theatern, auf öffentlichen Plätzen, im sozialen Miteinander gelebt. Und genau da muss sie auch reaktiviert werden. Und deswegen sind so eine Symbole wie in Lichter aufstellen, Kerzen aufstellen, Kerzenumzug oder eine Menschenkette ganz wichtig. Denn da kommen die Menschen tatsächlich konstruktiv miteinander über dieses Symbol ins Gespräch. Und wir laden auch an dieser Stelle alle demokratischen Fraktionen, die in der Stadtvertretung unterwegs sind oder Politikerinnen und Politiker, die im Landtag unterwegs sind, ein, sich an der Menschenkette zu beteiligen. Das ruft den Menschen auch ins Bewusstsein, den Bürgerinnen und Bürgern im Alltag, dass wir gemeinsam mit ihnen eine Welt gestalten wollen und dass Demokratie nicht nur etwas ist, was wir abgeben ans Parlament und dann 4, 5 Jahre unsere Ruhe haben,
sondern wir müssen alle dafür stehen, dass wir diese demokratischen Werte im Alltag leben. Und das kann im Sportverein sein, das kann im sozialen Kontext sein und das kann schlicht und ergreifend in einem würde- und respektorientierten Miteinander sein, in einem Miteinander, das vor allem darauf setzt, keine Gewalt. Auch so ein Narrativ, was ganz wichtig ist, im Alltag umzusetzen. Ich frage nochmal nach und stelle die Frage mal ein bisschen anders. Wie kann man das Symbol, das gesetzt wird, in eindeutiger Aussage, ja, wie kann man das dann auch so transportieren, dass es in der realpolitischen Arbeit, also tatsächlich im Parlament, in der Stadtvertretung, sich auch wiederfindet? Wie kommt es dazu, dass dann das Gedankengut auch tatsächlich da ist und die Leute auch handeln? Und zwar die Leute, die entscheiden. Ja, wie gesagt, also wir sind zwar jetzt kommunalpolitisch Repräsentierende, nichtsdestoweniger ist es natürlich so, dass die Menschen nicht aus der Verantwortung genommen sind. Ne? Also Demokratie ist keine Serviceveranstaltung, sondern sie kann nur so gut sein, je mehr sich Menschen im Alltag an ihr beteiligen und ihre Werte leben. Ne? Und das kann, das fängt schon damit an, dass man im Alltag nicht in Alltagsrassismus lebt, sondern auch Menschen, sogenannten POC beispielsweise, also People of Color, mal den Sitzplatz anbietet in der Bahn. Oder dass wir versuchen, Frauen nicht zurückzudrängen und gemeinsam in ausgeglichenes und chancenorientiertes, in ressourcenorientiertes Miteinander zu leben. Das muss gar nicht in den Parlamenten sein, sondern das findet in einem respektvollen Alltagsumgang miteinander statt. Und das heißt eben auch, dass ich eine gewisse politische Urteilskraft entwickle, dass ich Gemeinsinn entwickle und dass ich als ganz normale Bürgerin, als ganz normaler Bürger, was wir ja auch sind, machen das ja bloß ehrenamtlich, dass wir versuchen, miteinander über einen Gartenzaun ins Gespräch zu kommen und nicht nur ins Gespräch kommen, um jemand anderen von meiner Meinung zu überzeugen, sondern dass ich tatsächlich in einem kommunikativen Prozess mir anhöre, was die andere oder der andere zu sagen hat und ich dessen Meinung mit in meine Urteilsfindung integriere. Das ist, glaube ich, eine ganz wesentliche Grundlage dafür, dass wir miteinander ins Gespräch kommen. Gibt es da kommunalpolitische Formate, die man da nutzen kann oder ist das noch zu entwickeln? Also wir würden natürlich laden wir, also ich bin ja auch Vorsitzender im Kulturausschuss, wir laden immer auch Bürgerinnen und Bürger ein, teilzuhaben an kommunalen Entscheidungsprozessen, sich beraten zu lassen, sich einzubringen, natürlich auch in Stadtvertretungen oder im Hauptausschuss, um tatsächlich mal zu schauen, wir haben viel in der Hand. Ne? Es gibt ja das sogenannte Prinzip der Subsidiarität, dass man dort vor Ort die Probleme angeht und löst, wo sie entstehen und wo die Menschen auch nach unserem Dafürhalten die besten Problemlösungskompetenzen besitzen. Also ein großes Statement und ein Aufruf zu mehr Beteiligung, nicht nur am 28.02., habe ich Sie so richtig verstanden. Ganz konkret, genau. Dann vielen Dank für dieses Interview. Herzlichen Dank. Und Ihnen, liebe Zuschauer, danke ich fürs Einschalten. Kommen Sie gut durch die Woche. Tschüss.